Es gibt so nette Menschen, die sind total hilfsbereit und aufopferungsvoll. Und für die ist es völlig selbstverständlich, ihren Arsch hochzukriegen und anderen Leuten zu helfen. Aber das ist in denen drin. Das ist so eine Veranlagung. Das ist widerlich. Viele Leute glauben auch, dass es nur eine Einstellungssache ist. Also ich bin zum Beispiel oft für Faulheit angegriffen worden. Dabei verstehen viele Leute nicht, dass Faulheit ist eine körperliche Konstitution, die man nicht einfach per Knopfdruck ändern kann. Das ist keine Entscheidung. Es ist nicht so, dass man durchs Leben geht und sagt, ich entscheide mich, asozial und faul zu sein, sondern es ist eher so, dass es dem faulen Menschen eine unglaubliche Überwindung kostet, diesen Zustand zu ändern. Und das verstehen Leute, die von einem natürlichen Grundzustand her nicht faul sind, die verstehen das nicht. Die sehen das als Angriff oder als asozial an, wenn man leider das losgezogen hat, ein fauler Mensch zu sein. Das fängt schon in Kindheit an. In der Kindheit ist dein Zimmer, ich rede jetzt im allgemeinen Ton, ja, ist dein Zimmer, und damit meine ich mein Zimmer, aber ich meine auch dein Zimmer, immer dreckig und unordentlich. Und das liegt nicht daran, dass man nicht irgendwie das macht, um andere Leute zu verletzen oder so. Es liegt einfach daran, dass man, es geht nicht. Man kann nicht permanent sich selbst die Peitsche in den Rücken schlagen und sagen, räum auf. Es ist eigentlich eine Krankheit. Es ist eine Krankheit und das zieht sich komplett durch. Und du hast immer Leute, die dich voll labern und dich anmeckern und dir ein schlechtes Gefühl geben. Das heißt, guck mal. Kann das denn bei uns sein? Die Unterstellung, hör mal einfach ganz kurz. Ja, okay. Ich bin gleich fertig. Die Unterstellung, die andere Leute auferlegen, ist ja, du bist faul, weil es dir selbst ein gutes Gefühl gibt, weil du damit selbst bequem bist und du fühlst dich wohl damit. Die Wahrheit ist aber, du bist faul, aber du fühlst dich damit nicht wohl, weil deine Umwelt dir das Gefühl gibt, dass es falsch ist und dass es scheiße ist. Und du weißt es selbst so mit dem Kaffee, du weißt selbst, was du gerade gestellt hast. Das ist traurig. Du weißt selbst, das ist nicht in Ordnung. Was für Schmerzen der mir in dem Moment, wo er mir Kaffee macht, zubereitet, exakt. Das ist dem manchmal gar nicht bewusst. Eigentlich sollte er mir einen Kaffee bringen und sich gleichzeitig entschuldigen dafür. So. Ja. Und das ist nämlich der Irrglaube, den viele Leute haben, zu glauben, dass es Spaß macht, faul zu sein oder dass es irgendwie angenehm ist oder so. Ja. Das ist scheiße, das ist ja von dieser intoleranten Gesellschaft, dass man dafür noch permanent auf den Sack kriegt. So.